Hallo liebe Fans, heute stellen wir euch den zweiten Präsidenten der Vereinigten Staaten vor, John Adams, Schullehrer, Rechtsanwalt und Vizepräsident, bevor er zum zweiten Präsidenten der Vereinigten Staaten ernannt wurde. Sein Tagesablauf begann vor der Morgendämmerung. Er wachte immer schon sehr früh auf. Das Erste, was er tat, er lief 5 Meilen ohne Unterbrechung und danach beim Frühstück trank er bereits seinen ersten harten Apfelwein. Diesen seltsamen Brauch hatte er sich als junger Student auf der Harvard-Universität angewöhnt. Er behielt ihn bis zu seinem Tode bei. Später schrieb er, dass er nie vergessen würde, wie erfrischend und wohltuend er das Getränk im College fand. Während des Tages gab er sich am liebsten dem Schreiben hin. Stundenlang schrieb er Briefe an seine ewig geliebte Ehefrau Abigail Adams, die Mutter des 6. Präsidenten der Vereinigten Staaten, John Quincy Adams. Man sagt sich, wenn der Abend anbrach, trank Präsident John Adams vor dem Schlafengehen 3 Gläser Madeira und einen mit Rum angereicherten Wein. Während der schlechten alten Tage unter der britischen Besteuerung schrieb Adams an seine Frau: »Ich bekomme nichts, was ich nicht trinken kann, und ich glaube, ich werde allein durch diese üble Situation krank werden.« Er starb im Alter von 90 Jahren. Na, dann mal Prost, liebe Translated Press-Freunde. Oh, das war ein guter Apfelwein. Wenn ihr wissen wollt, was er noch so im Leben von John Adams, dem zweiten Präsidenten der USA, gab, dann loggt euch bitte ein unter www.translatedpress.com. Dort haben wir wieder einen interessanten Text auf unserer Webseite für euch. Wir freuen uns auf eure Kommentare. Es grüßt euch wie immer herzlich das Team von Translated Press.